Bislang war er nur so zu sehen, der neue i8 aus dem Hause BMW, ein Hybrid-Sportwagen. Und dies konnten nun Journalisten aus aller Welt auf der BMW-eigenen Teststrecke in Miramas in Südfrankreich zum ersten Mal in Aktion erleben. Zwar immer noch in weiß-blauer Tarnbeklebung und sozusagen hinter verschlossenen Türen. Wir haben hier ein Fahrzeug, mit dem wir auf der einen Seite Leistungsmerkmale eines reinrassigen Sportwagens haben, aber gleichzeitig Verbrauchswerte eines Kleinwagens. Und das ist unsere Vision eines zeitgemäßen Sportwagens, wie wir eben in die Zukunft gehen. Ein Elektromotor mit einer Zweistufenautomatik, übrigens eine Weltpremiere an der Vorderachse, mit 131 PS, sowie ein Dreizylinder-Turbo mit 1,5 Litern Hubraum und stolzen 231 PS an der Hinterachse sorgen für den Vortrieb. Insgesamt sind dies 362 Pferdestärken, die den i8 befeuern. Konsequenter Leichtbau aus Carbon und Aluminium. Die Batterie, optimal im Fahrzeugtunnel eingebaut, ermöglichen Werte, die bislang nicht erreicht werden konnten. Im rein elektrischen Fahrmodus wird die Reichweite mit 35 Kilometern angegeben, die Höchstgeschwindigkeit mit 120 km/h. Der Normverbrauch auf 100 Kilometer erreicht dann gerade mal 2,5 Liter. Dazu trägt natürlich auch die aerodynamisch optimierte Karosserie bei. In den anderen Fahrmodi arbeiten dann die beiden Motoren zusammen. Der i8 ist nun bei Bedarf allradgetrieben. Wir haben einen extrem niedrigen Schwerpunkt, eine perfekte Achslastverteilung und dadurch ein Fahrverhalten, wie es ein Sportwagen entsprechend natürlich immer haben möchte. Das heißt, sie haben wenig ungefederte Massen vorne auf der Vorderachse aufliegen. Und das Highlight ist insofern ein extrem präzises, unheimlich agiles Fahrverhalten. Einen Rekord hält der i8 schon vor seiner Markteinführung. Mit einem CW-Wert von 0,26 ist er Benchmark, Klassenbester.